Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit Cube Life Island Survival. Im letzten Part habe ich sogar gesagt, ich fange auf der Insel am Schiffswrack wieder an, aber kurze Planänderung. Ich war nämlich nochmal kurz hier auf meiner Privatinsel, habe mal noch ein bisschen Zeug abgeladen und stell fest, ich muss unbedingt was essen. Mal gucken, wie viel so ein gegrillter Fisch bringt. 40! Respekt! Das ist nicht so schlecht. Oh, trinken sollte ich auch was. Wo ist mein Eimer? So, jetzt geht's Papa wieder gut. So, dann fahren wir jetzt nochmal zum Schiffswrack. Und ja, im letzten Part hatte ich kurz überlegt, für was ich nochmal diese falsche Richtung. Für was ich nochmal diese Eichenstämme brauche, ist mir wieder eingefallen, um ein Bett zu bauen. Das werde ich auch in den nächsten Parts mal probieren. Ich mache mir eins, dann speichere ich ab und dann baue ich es mal ab. Und dann sehe ich ja, ob ich das nur einmal aufstellen kann oder ob ich das quasi aufstellen kann und dann wieder abbauen und wieder mitnehmen zur nächsten Insel. Das würde dieses ewige, ich überspringe jetzt mal die Nacht, abstellen. Gucken wir mal. Ach, guck mal da. Bale of Hay. Ein Heuballen oder so. Ja, sonst nicht viel Interessantes dabei. Für was brauche ich Heuballen? Wäre ein Ding, wenn ich mir hier Tiere halten könnte, die sich auch noch brav vermehren. Aber ich glaube, das geht nicht. Wo hängt's? Da. Gut, einmal hier hoch. Das ist noch, sag ich mal, gefahrlos. So, und jetzt halt noch schön auf unsere Insel drauf zu, also auf das Schiffswrack. Das ist zwar dann auch wieder im nächsten Quadrant. Da werde ich auf jeden Fall mal anhalten. Ich denke, ich werde auch mal kurz unterbrechen und dort mal versuchen, auf Haijagd zu gehen. Also ich richte mich da noch kurz ein bisschen ein. Und dann gehe ich auf jeden Fall dann nach unten auf die, was ist das, H5. Das wird dann die nächste. Also so ist zumindest mal der Plan. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich es schaffe, da drüben an der, am Schiffswrack anzulegen, ohne mit dem Floß gegen die Insel zu donnern. Also langsam muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wenn mir das Ding kaputt geht, dann habe ich ein echtes Problem. Und da man hier nicht mehrere Spielstände machen kann, dass man mal sagt, ja, speichere mal sicherheitshalber irgendwo noch ab, wo ich noch einen Floß habe oder so. Ja. Wenn man hier festhängt, hängt man fest. Außerdem war ich im letzten Part einigermaßen, naja, begeistert und oder entsetzt, wie schnell der Typ auf seinem Kanu war. Das heißt, eigentlich hätte ich auch gerne einen Kanu. So, jetzt wird es nämlich kitzlig, weil ich sehe echt nichts. Ich glaube, ich habe relativ gut eingeparkt. Ja. Das war nicht so schlecht. So, da hinten brennt Licht, das ist schon mal gut. Hilft mir jetzt aber an der Stelle auch nicht wirklich weiter. Das heißt, ich bastel mir mal ganz schnell eine Fackel. So. Und dann legen wir die Fackel nach unten und das hier mal nach oben. So, dann müssen wir hier noch ein Stück laufen können. Okay, da stehen Palmen, da muss also auch noch Boden. Muss eigentlich auch noch Boden sein. Wo habe ich denn angehalten? Ich dachte, ich stehe da vorne. Ach du Schande. Leicht verzielt. Aber egal. Hier könnte auch ein geeigneter Platz sein, um Haie zu jagen, ehrlich gesagt. Wenn die es schaffen, hier reinzuschwimmen. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Hallo, Sonne? Würdest du mal aufgehen? Ich sehe nichts. Nein, derzeit.
In der Zeit packe ich mir noch ein bisschen. Hä? Ah, hier. Ich dachte gerade, wo ist meine Spitzhacke? Da gönne ich mir in der Zeit noch ein paar Sandblöcke, die brauche ich sowieso immer. Was ich immer so ein bisschen stört, wenn ich hier irgendwo was abgebaut habe und will was stehen lassen, das hat so einen Schlag abgekriegt, sieht dann so beschädigt aus. Albern eigentlich, aber irgendwie mag ich es nicht. So. Da ist der Mond. Und wo bleibt die Sonne? Da hinten irgendwo. Karte können wir in der Zeit noch schnell zuklappen. Plopp. So, jetzt müsste es fast hell genug sein, dass wir da den Zugang wieder finden. Oh, vielleicht auch ein bisschen zu dunkel hier drin. Aber dafür habe ich mir extra Kohle eingepackt, weil mir schon fast klar war, dass ich das, dass ich hier noch ein paar Fackeln brauche. So, so geht's doch. Moment mal. Warum mache ich mir eigentlich unnötig das Leben schwer? Ey, da ist ja noch eine Etage unten drunter. Da ist noch eine Etage drunter. Oder sah das jetzt nur so aus? Moment. Die ist mir jetzt ehrlich gesagt neu. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich wollte mir eigentlich hier gerade eine Treppe bauen, aber das probieren wir jetzt aus. Ich will auch gleich probieren. Okay. Klarer Fall von Irrtum. Hier ist nichts mehr unten drunter. Aber jetzt haben wir ausprobiert, die Laterne funktioniert wirklich unter Wasser. Aber ich schwören könnte, da ist was drunter. Das darf ja nicht wahr sein. Hä? Nee. Nee, hier ist nichts. Das sieht wirklich nur so aus. Ja, blöde Spiegelung hier. Auch schon fast gewundert, wenn ich die beim Spielen auf der Wii U nicht entdeckt hätte. So. Ist zwar jetzt nur Sand, aber zum... Oh! Das ist ein glücklicher Tag heute. Warum komme ich hier nicht raus? Das sah noch viel aus, was auch immer. Ein paar Bananen. Kokosnüsse. Cashews. Na gut, warum nicht? Nehmen wir doch. Und natürlich schon wieder eine Kiste. Also Kisten brauche ich mir keine mehr zu bauen, glaube ich. Was haben wir denn eigentlich hier? Naja, nicht genug Gras, um den Seil zu drehen. Okay, da hinten gibt es Haie. Das müsste also funktionieren. Was ist das für eine Kiste? Habe ich die schon entdeckt? Schnell rein. So.
War doch irgendwo eben von außen eine Kiste zu sehen, die über dem Fenster steht. Die hier. Naja, auch nicht die Welt, aber... Herr Kapitän, wir haben ein Loch in der Bordwand. Oh, stell eine Kiste rein, ist auch gut. Ups, eine Perle. Ja, okay. Das haben wir im Dunkeln vorhin gar nicht bemerkt. Genauso wie diesen Raum, glaube ich. Vielleicht auch doch. Sieht schon ziemlich abgegrast aus. Na gut. Ja, es widerstrebt mir jetzt hier was abzubauen, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite brauche ich Eichenholz, um mein Bett zu bauen. Nehmen wir also einfach mal mit. Bauen wir es so, ob das nicht so auffällt. So. Jetzt alles wieder schön symmetrisch. Da mache ich mir auch noch mal... Ich muss mir jetzt einfach noch ein paar Fackeln machen. So, und zwar machen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei Kohle behalte ich mal lieber. So, dann gehen wir nämlich mal hin und beleuchten uns den Kahn ein bisschen. Was kann ich nach oben tun? Den Sand, glaube ich. Ja. Und zwar... Wo ist denn hier die Mitte? Toll, hier gibt es keine Mitte. So ein Schied. Ah doch, hier gibt es eine Mitte. Stellen wir eine Fackel da auf. Hupf. Dann noch eine da. Dann sollte das Schiff hier oben beleuchtet sein, wenn es dunkel ist. Hier platzieren wir auch eine ziemlich mittig, würde ich sagen. Hm? Hier oben drauf nämlich, das geht. Das hat was. So, dann hier noch eine. Dafür nehmen wir... Na, geh rein jetzt. Nehmen wir die da wieder mit. Na komm. Dann stellen wir da noch eine hin. Dann ist doch der ganze Kahn mal so weit beleuchtet, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Na gut, vielleicht stellen wir hier noch eine rein. Ja, ich glaube, das reicht. Aber nicht zu verschwenderisch sein hier. Hier ist ja schon eine. Perfekt. Perfekt. Na, irgendwie habe ich gerade die Tür nicht getroffen. Ich glaube, die Kisten hatte ich hier alle leer gemacht. Ich glaube, alles, was wirklich wichtig war, hatte ich schon eingesackt. Alles klar. Okay, ich muss dann jetzt hier mal unterbrechen und mal testen, ob ich hier auf Haijagd gehen kann. Wobei ich überlege gerade... wir unterbrechen hier noch nicht. Ich habe nämlich die glorreiche Idee... Ich muss hier ja keine Hütte bauen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich hier nichts abstelle. Gut, eine Kisten brauche ich hier wohl nicht wirklich hinzustellen. Aber zumindest einen Ofen und so ein Crafting Table. Licht haben wir hier, gut. Das heißt, ich muss hier gar keine Hütte bauen, alles einwandfrei, hell beleuchtet. Also wenn ihr nicht selbst eine Insel bauen wollt, mitten im Meer, so wie ich das gemacht habe, dann empfehle ich euch, nehmt das Ding hier. Oh, da war noch ein Fisch drin. Ja, genau, den nehmen wir wieder mit. Und die Kiste, die bauen wir auch schnell ab. Die muss hier nicht rumstehen. Nimmt ja auch keinen Platz weg. So, schon habe ich wieder drei. Wunderbarstens. Gut, Schwert habe ich. Jetzt müssen wir nur ein Hai anlocken können. Wie machen wir das? Wo könnte ein Hai herkommen? Hallo? Hallo Haie. Und da kommt er schon. So, ich
glaube, da wo das Wasser zwei Blöcke tief ist, da greifen sie mich auch an. Ah, komm her, du bist die. Gib mir deine Haut. Hey, bleib hier. Oh. Das war ein dummer Platz, um den zu killen. Der was gedroppt hat irgendwo jetzt. So, ganz schnell raus. Ganz schnell raus. Verdammt, da hat er auf einmal was gedroppt und ich hab's nicht gekriegt. So was Blödes. Na okay. Das werde ich jetzt noch ein paar Mal probieren. Sobald ich erfolgreich war, machen wir weiter. Hahaha, ich hätte einfach weitermachen können, weil der nächste Hai, den ich angegriffen habe, hat mir was gedroppt, eine Haihaut. Genial, weil die brauche ich, wie gesagt, für einen Floß. Packen wir mal gepflegt ein. Jetzt müsste ich mir einen neuen Crafting Table und einen neuen Ofen machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier die Palme und baue die mal so halb ab. Lasse ich zwar ungern so stehen, ist aber wurscht. So, dann brauche ich nur noch Material für einen Ofen. Und Platz. Gut. Schieben wir das immer hier hoch. Machen wir jetzt erstmal Platz, indem wir die Nüsse futtern. So, dann machen wir da draus den Crafting Table für die nächste Insel. Jetzt. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Ofen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. So, und um den Ofen zu bauen, gehe ich noch mal schnell hier rein, weil da oben habe ich ein Crafting Table stehen. Moment mal. Der Eingang hier ist doch ein bisschen dürftig. Sehr schön. Und zack, und wir haben den Ofen. Dafür haben wir jetzt wieder was nicht mehr. Richtig, Fackeln. Gut. Fackel ist jetzt auch nicht das große Problem. Da machen wir mal zumindest eine. Ich muss also definitiv demnächst noch mal Kohle sammeln gehen. Ja, Denkfehler. Ich muss hier erstmal dahin. Alles klar, ich mache jetzt einen kurzen Schlenker an meiner Privatinsel vorbei. Das mache ich auch noch so lange, wie ich hier sehe, wo ich rumfahre. Gut. Ach, jetzt sieht das auf der Karte sogar aus wie ein Schiff.
Genial. Gut, ich fahre jetzt mal kurz zu meiner Privatinsel, baue mir da noch ein Reservefloß, lade mal noch ein bisschen Zeug ab. Was eigentlich? Ach so, die Haihaut kommt dann weg. Ja, ins Gras und ein bisschen Schotter. Ich lade ein bisschen was ab und wenn es zur nächsten Insel geht, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und schon geht's wieder weiter. Ich war jetzt gerade an meiner Insel und habe noch was gelernt. Da schwamm nämlich eine Kiste so im Wasser kurz vor meiner Insel. Da dachte ich, ich dotze mal so leicht mit dem Floß dagegen, um dann die Kiste vor meine Hütte zu schieben, dass ich schnell mein Inventar leer machen kann und dann an die Kiste ran. Aber enttäuschenderweise musste ich feststellen, die kriegt dann so dermaßen Schwung, dass die mit Schmackes durchs Wasser schießt und verschwindet. Also ich konnte nicht so schnell auf die Insel und meinen Kram leer machen und dann hinterher, um die einzufangen. Ich habe sie nicht mehr gefunden. War natürlich zu allem Elend auch noch dunkel. Ja. Also, wenn es geht, nicht mit dem Floß gegen Kisten fahren, dann sind sie, wenn es dumm läuft, weg. Aber ich habe jetzt wieder ein Reservefloß. Das ist schon mal gut. Das sichert schon mal mindestens die nächsten 10 Parts. Warum sage ich eigentlich immer Parts? Können noch Teile sein. Von Cube Life, eine Survival. Und da kommen wieder dumme Adler. Und die will ich nicht haben, also drehen wir direkt bei. Direkt raus aus diesem Quadranten. Okay. Problem gelöst. Mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Und mal gucken, wo ich jetzt überhaupt bin. Also entweder bin ich wieder am Schiffswrack oder ich glaube sogar eins tiefer in dem nächsten Quadrant, den wir uns angucken wollten. Aber so langsam werden unsere Kreise immer weiter und unser Material wird auch immer besser. Was ehrlich gesagt zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Kisten zurückzuführen ist. Finde ich aber auch ehrlich gesagt so, wie es jetzt ist, ganz gut. Gucken wir erstmal, okay, hier war ich noch nicht. Ich finde das mit den Kisten auch soweit ganz gut, weil das macht die Sache schon wenig leichter. Hey, ich bin ein zu weit oben. Da wollte ich doch zuerst hin. Kleinen Umweg gefahren. Naja, Männer verfahren sich nie, wir kreisen unser Ziel nur ein. Aber hier sehe ich nichts. Von da aus. Das könnte schon mal die nächste Enttäuschung werden. Wenn es jetzt dumm läuft, fahre ich dann die ganze Reihe runter und habe wieder drei Quadranten hintereinander ohne Insel. Also wenn ich hier jetzt keine finde, dann gibt es die nächste kurze Unterbrechung, den nächsten kurzen Schnitt und dann geht es weiter, wenn ich die nächste Insel gefunden habe. Ich erinnere mich auch dunkel dran, dass die allererste Version von Cube Life gar nicht über die ganze Karte ging. Da waren das, glaube ich, nur die. Ich glaube, da ging das nur von. Ich muss lügen, C3 rüber bis I3 und entsprechend in der entsprechenden Größe auch noch nach unten. Haie. Haie verheißen oft, dass hier keine Inseln gibt, aber nicht immer. Machen wir mal die kleine Karte auf. Da sehen wir schneller, wenn wir in der Mitte sind. Okay, hier hätten wir auch eine Insel hinpflanzen können. Ja. Okay, das ist jetzt wieder ein wenig enttäuschend. Ich bin in der Mitte der Karte und sehe. Mehr, mehr, mehr und noch mehr, mehr. Okay, ein kurzer Schnitt und auf der nächsten Insel geht es dann weiter. So, endlich geschafft. Ich bin jetzt den ganzen Weg hier runter gegondelt und bin jetzt auf, was ist das? F8. Und hier gibt es endlich mal wieder eine Insel und ich sehe im Moment mal keine Adler. Das ist schon mal soweit gut. Es ist jetzt nur zeitlich schon so knapp, dass ich mir ganz schnell irgendwas bauen muss, um mich zu verkriechen. Das heißt, das mache ich jetzt mal als allererstes. Und dann falle ich erstmal ins Wasser.
So, das mache ich jetzt als allererstes, mir hier was hinbauen und dann machen wir weiter. Geschafft und weiter geht's. Nächste Nacht überstanden, Tag Nummer 73, ohne zu sterben. Und so klingt das, wenn neben mir jemand auf der Couch sitzt und Pokémon Go startet. Fail. Nee, Spaß beiseite, ist nicht weiter schlimm. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie komme ich denn hier wieder runter? Das ist jetzt gerade so ein bisschen dumm. Wie komme ich da runter? Treffe ich das, wenn ich springe? Boah. Aber gerade so. Genau genommen stehe ich eigentlich in der Luft. Hui. Das war knapp. Hui. So, dann machen wir das als allererstes. Wir bauen zwar mal eine Treppe, dass wir da später wieder reinkommen. Und dann gehen wir direkt auf die Insel und gucken mal, was hier gibt. Bei Pokémon Go gibt es übrigens irgendeinen neuen Code für irgendwelche kostenlosen Klamotten oder so. Deswegen ging da gerade nebendran das Handy an. Naja, passiert. Jetzt wisst ihr auch, ich sitze nicht immer alleine hier. Doch auch schön zu wissen, dass Papa nicht alleine ist, ne? Ne, kommst du. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Hier ein Block drauf. Hier ein Block drauf. Na komm. So. Ja, so komme ich gefahrlos rein und raus und auch wieder runter. So, gucken wir uns mal um. Wo sind wir denn hier? Da ist eine kleine Insel. Da ist eine kleine Insel. Hey, cool. Das sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Hab gerade gesehen, im Euro-Lotto waren gestern 72 Millionen Euronen im Jackpot. Also wenn ich die gewinnen sollte, dann kaufe ich mir eine kleine Insel und stelle ein Schild auf. Betreten verboten. So, gucken wir mal, was wir hier so finden. Was mich irritiert hat, guckt mal da hoch, Leute. Yes, das haben wir doch gesucht. Das ist Silber. Ganz sicher ist das Silber. Mist, ich brauche was zum Hochbauen. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Ach so, ja, weil ich euch sagen wollte. Ich habe den Eindruck, dass hier heute Nacht keine Kannibalen aufgetaucht sind. Wären wir auch nicht so böse. Ich war zwar zwischendrin mal noch kurz meine Seele erleichtern, wenn ihr versteht, was ich meine. Insofern kann ich es nicht 100% beschreien, aber ich glaube, hier gab es jetzt keine. Das wäre doch auch ganz nett. Die brauchen wir nicht immer, die Kameraden. Die müssen ja nicht überall rumgammeln. Können doch einfach auch zu Hause bleiben, wo sie hingehören. So. Da wachsen definitiv Cranberries und da ist definitiv Silber. Das will Papa haben. Und um das abbauen zu können, genau dafür habe ich das bisschen traurigen Rest von dieser Eisenspitzhacke, ja, Eisenspitzhacke dabei. So, wo ist es? Da oben. Dann graben wir uns doch direkt nach oben. Die Steine können wir sowieso gebrauchen. Sei es für den nächsten Hausbau, sei es für das nächste Werkzeug. Das scheint nicht viel zu sein. Aber gut, die hüpft. Näher ran werden wir nicht mehr kommen. Dann legen wir mal den Sand zur Seite. Holen uns das Teil. Warum? In drei Teufelsnamen habe ich jetzt vergessen, die richtige Spitzhacke zu nehmen, ich Trottel. So vergeudet man Silber. So, mal gucken. Oh, Moment. Ich habe eben das Silber mit der Steinspitzhacke abgebaut. Seit wann geht das denn? Das habe ich anders in Erinnerung, Leute. Das testen wir direkt. Das testen wir sofort. Also, ich habe
zweimal Silber. Jetzt nehmen wir die Steinspitzhacke. Gut, der Controller vibriert, weil die wahrscheinlich zerbröselt. Aber es geht tatsächlich. Das haben die geändert. Naja, nicht das Dümmste. Gut, die Steinspitzhacke geht dabei unheimlich schnell kaputt, würde ich sagen. Aber, ja, jetzt funktioniert. Na, da freuen wir uns doch. Hatte mich nicht jemand gefragt, wo es Silber gibt? Auf F8. Eindeutig auf der Insel F8. Was ruft ein Informatiker, der dabei ist, im Meer zu ertrinken? F1, F1. So, das hier scheint alles normaler Stein zu sein. Ja, das war's schon. Viel ist es nicht, aber ein Anfang. Also wer Silber sucht, damit er sich Werkzeug machen kann, um die um irgendwo Gold abzubauen, der ist hier richtig. Das war doch schon mal erfolgreich. Na, Sonder, was mache ich denn? So. Das besteht hier offensichtlich aus mehreren kleinen Inseln. Das wäre ja richtig klasse, wenn die Insel hier ohne Adler wäre. Gut, ein bisschen Ungeziefer fliegt hier rum. Wenn die Insel ohne Adler wäre. Es dafür Eisen gibt und keine Eingeborenen kommen. Gucken wir uns doch mal um. Was ist das hier? Pilz. Gut, das Pilz ist, haben wir auch so gemerkt. Okay. Sind schwer zu orientieren auf dem Ding hier. Hier kann ich mir auch gleich Eichenholz für mein Bett holen, das ich da brauche. Ah, da hinten ist meine Hütte. Ich ausnahmsweise mal auf den Baum platziert habe, aber ich stand ein bisschen unter Zeitdruck. So, hier haben wir doch mal eine Übersicht. Ja, ganz unübersichtlich ist es gar nicht. Das scheint mir hier aus drei Inseln zu bestehen, die mehr oder weniger zusammenhängen. Ne, das Denten hängt auch zusammen. Ah, und da drüben ist noch so eine kleine. Da unten habe ich das Silber gefunden. Gehen wir jetzt mal noch da lang. Wow. Machen wir hier gleich ein bisschen Platz und machen uns gleich über das Moment. Machen wir uns gleich mal über das Eichenholz her. Hä? Was ist denn das für ein komischer Baum? Wächst der um die Ecke oder was? Ah ne, das sah noch so aus. Okay. Ja, und das andere Holz ist mir auch aufgefallen zwischenzeitlich, was ich auf dem Schiff abgebaut habe. Das war gar kein Eichenholz, das war, wie heißt es, Cashew. Sprich die von diesem Nussbaum. So. Okay, nur 6 mal Silber, 8 mal Eichenholz, wunderbare Sache, wo ist mein Schwert? Ich hatte irgendwann mal ein Schwert. Wo habe ich denn das jetzt wieder versehentlich weggeworfen? Ich lerne es nicht mehr. Dann nehmen wir halt die Axt in die Hand. Ist auch ein überzeugendes Argument. Im Prinzip von dem, was hier so wächst, ist es doch Standard. Also wir haben Palmen, wir haben Cranberries. Eichen. Schaffe ich das darüber zu schwimmen, lebend? Geronimo. Ins Meer springen, wo eventuell Haie schwimmen, nee, wo man sicher Haie schwimmen, ohne Schwert, ist auch gelinde gesagt ziemlich gewagt.
Da hätte ja jetzt auch eine Perle drin sein können. Aber mittlerweile habe ich schon über 20. Ach du lieber Himmel. Pilz. Hey, komm her. Ich glaube, die Pilze sind neu. So, ansonsten ist hier auch nicht so viel Neues. Nee, also auf der Insel mal nicht. In der Ecke. Der Hai schwimmt ganz da hinten. Da soll er bleiben. Ich will nicht wieder zurück. So, jetzt ganz schnell rüber. Das war schon ein bisschen gewagt gerade eben. Und da hinten sehe ich was, das sieht aus wie eine Kiste. Da versuchen wir noch ganz schnell hinzukommen. Hoffentlich habe ich mich nicht verguckt. Ah, nicht so weit rum. Kerl, wo fährst du rum? Ja, da ist am Rand anscheinend eine Kiste. Die wollen wir definitiv haben. Da dürfen wir definitiv nicht dagegen fahren. So, habe ich überhaupt genug Platz? Geht so. Dann machen wir auch noch schnell Platz. Indem wir das hier mal wegwerfen. So, was haben wir bekommen? Sehe ich richtig? Ist zwar nur ein Sprengpfeil, aber 5 von den Kisten. Apropos Kiste. Ah, ja, und eine Kiste habe ich auch noch gekriegt. Alles gut. Na, das hat sich doch gelohnt. Wenn ich jetzt nichts übersehe, würde ich das mal reiche Beute nennen. Oh, Mann, das darf nicht wahr sein. Och, nee. So ein Mist. Da lag noch 12-mal Schießpulver. Und er hat es nicht eingesammelt und ich habe es erst gesehen, als ich gesehen habe, war es zu spät. Da ist es gleich gespawnt. Das ist mehr als ärgerlich. Naja, sehen wir es positiv. 5 Kisten Sprengstoff sind nicht so schlecht. Also Schießpulver. Auf der Insel werden wir uns noch ein bisschen genauer umsehen. Da drüben waren wir jetzt kurz. Da haben wir eine Kiste gegammelt, immerhin. Dann fahren wir jetzt hier schön nah ran. Dann steht das Floß auch nicht so weit weg. Bremsen, wenn es geht, rechtzeitig. Ja, sehr schön. Hat funktioniert. Gut. Dann packen wir hier mal noch was in die Kiste rein. So, was packen wir da rein? Die Muschel, den Fisch. Ja, die Pilze können wir auch einpacken. So wertvoll werden die nicht sein, denke ich. Na gut. Das war doch schon mal wieder ein Anfang. Jetzt sollte ich noch was essen. Das machen wir auch mal noch direkt. So, zack. Und schon sieht es wieder besser aus. Dann hauen wir noch ein paar Kokosnüsse oben drauf. Und schon geht es uns gut. ein Hinweis noch. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, hier auf der Insel hätte ich keine Kannibalen gesehen. Ich kann mich natürlich irren. Es gibt aber eine ganz einfache Methode, das rauszufinden. Also wenn ihr auch dieses Konzept verfolgt mit Hütte bauen oder irgendwo verstecken, macht euch so eine Colored Local Map. Und wenn ihr die nachts aufmacht, seht ihr, zumindest in der alten Version, rote Punkte. Und das sind Kannibalen. Es sind keine roten Punkte da, sind auch keine Kannibalen da. Ganz einfache Sache.
Okay, dann reicht's an der Stelle mal wieder und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.